Wir machen heute dieses Nageldesign zusammen. Dunkelblau mit sehr viel Gefunkel. Ich habe es Weltallgefunkel genannt und ich hoffe, für euch ist das was. Ich habe es diesmal wirklich auf eine Farbe konzentriert, mit ein paar Akzenten, auch nur an zwei Fingern. Es ist etwas schlichter, etwas eleganter als die anderen ausgeflippten Nageldesigns sonst. Ich hoffe, es können ein paar mehr Leute damit etwas anfangen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Zuerst bitte einen Unterlack auf alle Nägel auftragen, damit eure Nägel sich bei dem dunklen Lack, den wir hier benutzen, nicht verfärben. Bei mir ist es leider durch den schwarzen Lack letztens irgendwie doch passiert. Aber gut, wir beugen dem jetzt nochmal vor. Wenn der Unterlack gut durchgetrocknet ist, nehmen wir einen dunkelblauen Lack. Meiner ist jetzt von OPI über eBay aus den USA, aber P2 zum Beispiel hat auch einen sehr schönen dunkelblauen. Ich glaube, Fancy heißt er. Den könnt ihr genauso gut nehmen. Einfach einen dunkelblauen Lack und den auf alle eure Nägel auftragen. Aber sehr, sehr vorsichtig. Da man die Ränder beachten muss, da Unsauberkeiten bei dunklem Lack natürlich sehr stark auffallen. Ich werde von dem hier jetzt zwei Schichten benutzen und dann das Ganze wieder gut durchtrocknen lassen. So, wenn die Nägel alle blau sind, dann machen wir weiter mit dem Glittertopper. Der ist von Essence. Der soll dieses Funkeln im Weltall, die Sterne so ein bisschen darstellen. Den mache ich nur auf den Mittelfinger, weil ich denke, dass es sonst viel zu viel wird. Es werden hier nur zwei Fingernägel quasi designt und der Rest bleibt so schlicht blau. Davon könnt ihr ruhig reichlich auftragen. Das ist jetzt eine Schicht. Hier seht ihr, habe ich zwei Schichten, einfach damit es noch ein bisschen funkelt. Aber wie gesagt, eine reicht auch schon aus, wenn euch das schon ausreicht. Ich mache jetzt gleich noch die zweite, wenn die durchgetrocknet ist, damit sich die Glitzerpartikel nicht so ein bisschen verschieben. Das muss jetzt ein bisschen antrocknen und dann mache ich noch eine drüber. Und dann sehen wir uns noch zum Sticker aufkleben. So, ich habe jetzt hier auch zwei Schichten aufgetragen. Das ist jetzt sehr dick geworden. Das heißt, es muss ein wenig durchtrocknen, sonst wenn ihr jetzt den Nagelsticker aufsetzen würdet, würde das alles wieder verschoben werden und ihr müsstet den ganzen Nagel nochmal lackieren. Deswegen wartet eine kleine Weile. So, die Sticker sind von P2 Miss French und die gibt es in verschiedenen Längen. Normalerweise sind die quasi für Daumen, Zeigefinger und so weiter. Ihr müsst aber mal gucken, bei mir passen die nicht ganz von den Längen. Also ich habe sie mir dann so rausgesucht, dass sie quasi mit meinen Fingernägeln zusammenpassen. Und bei mir sind das die mittleren beiden. Das müsst ihr dann einfach mal austesten. So, ihr nehmt die Nagelsticker dann und löst die mit einer Pinzette leicht ab. Geht da so drunter und zieht die einfach ab, sodass ihr die dann auf der Pinzette habt. Das Problem ist dann natürlich wieder, dass die an der Pinzette furchtbar festkleben. Und dann machen wir es so, dass wir das aufsetzen auf den wirklich sehr gut getrockneten Nagel, sonst zieht ihr euch nur den Nagellack wieder ab. Und dann drückt ihr das ein bisschen fest. Und zieht es ab. Und dann könnt ihr es, so wie ihr es haben wollt, platzieren. Meins muss jetzt ein bisschen höher und auf der anderen Seite natürlich noch festgedrückt werden. So. Und dann schiebt ihr das so, wie ihr es braucht und dann ist der Mittelfinger schon fertig. So, ich habe hier jetzt noch ein bisschen das nach oben geschoben. Ihr seht, dass die Abschlüsse hier auch nicht perfekt sind, aber dadurch, dass ihr viel Glitzer auf dem Nagel habt, sieht man das gar nicht so. Und es ist nicht tragisch und fällt nicht auf. So, jetzt müssen wir nur noch hier den Sticker aufbringen und dann ist es auch schon fertig. Die Nagelsticker habe ich jetzt schon abgezogen mit der Pinzette. Und dann tragen wir den auch wieder ganz vorsichtig auf. Also ich setze die immer in der Mitte an.
und versuche es dann an der Seite so ein bisschen festzudrücken bzw. abzuziehen, damit es so halb drauf klebt. Das müsst ihr wirklich sehr vorsichtig machen, sonst habt ihr nämlich, wenn der Nagel nicht gut durchgetrocknet ist, euren ganzen Nagellack wieder mit abgezogen. Und dann drückt ihr das so fest, wie ihr es braucht, an der Nagelform entlang. Es ist ein bisschen Fimmelarbeit. Das erfordert wahrscheinlich auch bei den ersten Malen Übung. Aber dann klappt das wunderbar. So. So sieht das dann aus. Jetzt würde ich empfehlen, noch einen Überlack über alles drüber zu machen, damit die ganze Geschichte auch circa eine Woche hält, damit ihr euch nicht umsonst so viel Mühe gemacht habt. Also über jeden Nagel, besonders über die mit dem Sticker, nochmal eine Schicht Überlack. Anderen auch und dann ist es fertig. So sieht es aus. So, eure Weltall, Sternen, Kosmos, Fingernägel sind fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es ist auch mal etwas für diejenigen dabei, die es sonst nicht so bunt mögen. Es ist ja doch recht dezent. Ihr könnt es natürlich auch mit eurer anderen Lieblingsfarbe machen. Das ist euch selbst überlassen und macht's gut. Tschüss.